Ja, im letzten Kapitel wollen wir uns nochmal mit Randwertproblemen für gewöhnliche Differentialgleichungen beschäftigen. Und zwar will ich Sie einführen in die Variationsrechnung für diese Differentialgleichungen. Das ist im Grunde ein völlig neues Thema, ein völlig neuer Ansatz. Und warum wir diesen Ansatz brauchen, das haben Sie vielleicht, hoffe ich zumindest, am Ende des letzten Kapitels gesehen. Wir haben eine klassische Methode zur Lösung der Randwertprobleme für gewöhnliche Differentialgleichungen. Das ist einfach die Diskretisierung, genauso wie wir das gemacht haben. Wir haben aber auch gesehen, dass die Analysis sehr schwierig war. Ja, also um zum Beispiel Stabilität nachzuweisen, brauchten wir sehr krude Methoden, die einfach nicht universell waren. Und ich würde sagen, das, was wir da am Schluss gemacht haben, gerade für die Unendlich-Norm, das ist im Grunde eine unschöne Mathematik, die sich nur auf einen sehr kleinen Bereich und auf eine sehr kleine Menge von Problemen wirklich übertragen lässt. Das ist das eine. Das andere ist, wir reden hier natürlich immer nur über gewöhnliche Differentialgleichungen. In der Praxis treten aber im Wesentlichen partielle Differentialgleichungen auf, insbesondere in den Ingenieurwissenschaften. Und ganz am Anfang in der Motivation, da haben wir uns zwar ein paar gewöhnliche Differentialgleichungen angeschaut, ich habe aber immer auch im Hinterkopf gehabt, wir wollen zum Beispiel die Statik einer Brücke untersuchen. Und da reden wir dann natürlich nicht über eindimensionale Differentialgleichungen, über eindimensionale Objekte, sondern wir reden über dreidimensionale oder über zweidimensionale Objekte. Entsprechend haben wir Differentialgleichungen auf Funktionen, die ein dreidimensionales oder zweidimensionales Grundgebiet haben, partielle Differentialgleichungen. Und da ist die Frage, können wir die Methoden, die wir bisher haben, dort auch weiter nutzen? Und grundsätzlich scheint das erstmal der Fall zu sein. Wir können natürlich diskretisieren, bekommen wieder Gleichungssysteme, das tut's alles. Aber wir bekommen unter anderem ein völlig neues Problem. Und das will ich Ihnen halt einfach mal zeigen. Wie sahen denn unsere Grundgebiete aus bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen? Das waren immer Intervalle. Ja, das heißt also, unsere Grundgebiete, die sahen immer so aus. Und die einzige Wahl zum Beispiel bei der Diskretisierung, die wir hatten, war, naja, nehmen wir die Punkte, die wir da jetzt zur Diskretisierung nutzen, nehmen wir die jetzt äquidistant oder nicht äquidistant. Und äquidistant war meistens sogar immer noch eine gute Wahl. Im zweidimensionalen sieht es natürlich ganz anders aus. Ihre Grundgebiete sind dann zum Beispiel das Werkstück, das Sie untersuchen. Und ja, das sieht dann unter Umständen halt gerade mal so aus. Und auf diesem Gebiet müssen Sie jetzt eine Differentialgleichung lösen. Und ja, Sie können natürlich da diskretisieren, indem Sie sagen, naja, da lege ich jetzt irgendwelche Punkte rein, vielleicht lege ich auch noch so ein Gitter rein. Aber für all das muss man natürlich eine vernünftige Theorie haben. Und Sie haben oben schon gesehen, schon die Diskretisierung der Differentialgleichungen ist problematisch. Und es stellt sich heraus, zum Beispiel das Setzen dieser Punkte ist, wenn man es wirklich analytisch korrekt machen will, sehr, sehr schwierig. Das heißt, die Übertragung der Diskretisierung aufs Mehrdimensionale ist nicht so ganz einfach und deshalb wollen wir eine Theorie einführen, die das Ganze im Grunde einfacher macht, weil sie universell ist, weil sie sehr universell einsetzbar ist, die aber so ein bisschen an Vorbereitung benutzt. Im Mehrdimensionalen ist das eine sehr schwierige Theorie und deshalb werden wir uns das Mehrdimensionale auch gar nicht so richtig anschauen. Aber das Glück ist, wenn wir es einfach nur mal im Eindimensionalen belassen, dann sind sehr viele Sachen sehr einfach, sehr trivial und es lässt sich sehr, sehr viel mehr verstehen, als wenn man direkt ins Mehrdimensionale geht. Trotzdem sollten wir im Kopf haben, diese trivialen, vielleicht sehr einfachen Sachen, die wir hier machen, die besitzen alle Entsprechungen im Mehrdimensionalen und sind da unter Umständen auch sehr viel komplizierter. Beispiel dafür, gucken wir uns einfach nur mal an die partielle Integration. Wir werden diese partielle Integration sehr, sehr häufig nutzen. Sie wird eine der Grundwerkzeuge sein, mit der wir in diesem Kapitel arbeiten. Wie war das nochmal? Ja, das ist sowas wie Integral von, nehmen wir mal von a bis b, f von x, phi Strich von x dx, ist das minus das Integral von a bis b, f Strich von x, phi von x dx, minus f von x, phi von x in den Grenzen von a bis b und natürlich ausreichende Differenzierbarkeit und so weiter vorausgesetzt. Okay, im
eindimensionalen, wirklich ein extrem einfacher und extrem simpler Satz. Besitzt er eine Entsprechung im Mehrdimensionalen? Ja. Und ich möchte ihn hier gar nicht hinschreiben, weil es ist ein Teil der Analysis 3 oder auch manchmal einfach nur der Maßtheorie. Ich weiß nicht, was Sie da gehört haben. Er besitzt da eine Entsprechung und das ist der sogenannte gaußsche Integralsatz oder die gaußschen Integralsätze. Und ich möchte ihn hier nicht hinschreiben, weil er einmal in zig verschiedenen Versionen in den Vorlesungen tatsächlich gelehrt wird. Und auch deshalb, weil es schon ein relativ komplizierter Satz ist, bei dem man eine ganze Menge wissen muss über Integration und so weiter. Das heißt also, die Sätze, die wir hier machen, die lassen sich übertragen, aber sie werden dabei wesentlich komplizierter. Und das ist der Grund, warum wir hier einfach im Eindimensionalen bleiben und uns die Idee dieser Variationsrechnung wirklich im Eindimensionalen anschauen. Okay, wir werden einige Grundräume benutzen und an die möchte ich Sie hier teilweise nochmal erinnern, teilweise möchte ich die nochmal motivieren. Und das ist sowas wie eine Definition, aber ist eigentlich nur eine Erinnerung. Also Grundräume. Welche Grundräume, welche Vektorräume werden wir benutzen bei der Einführung der Variationsrechnung? Zunächst mal, die ersten drei werden wir im Grunde nicht benutzen, sondern die werden wir im Grunde nur zur Motivation benutzen. Erstmal, wir haben natürlich die stetigen Funktionen und dann nehmen wir mal gleich CK von AB. Das sind die K mal stetig differenzierbaren Funktionen auf AB. Und uns interessiert immer, unter welchen Voraussetzungen sind diese Räume, die wir da haben, vollständig. Naja, die typische Norm für diese Räume CK ist die Norm, ich weiß gar nicht, wie man die jetzt nennt, ich nenne die mal K unendlich, ist eine Supremumsnorm. Zwar ist es einfach das Maximum der Supremumsnorm der Ableitungen für die Ableitungen j gleich 0 bis k. Und insbesondere natürlich für k gleich 0 sind das einfach nur die stetig differenzierbaren Funktionen versehen mit der Maximumsnorm, versehen mit der Supremumsnorm. Und von denen wissen Sie zum Beispiel, dass sie stetig sind. Noch eine weitere Bemerkung. Eine der Begründungen, warum die Mathematik so unschön ist, die wir im letzten Kapitel benutzt haben. Naja, also wir sind gegangen über die Supremumsnorm. Und die Supremumsnorm ist äußerst unangenehm. Wenn Sie mal zurückdenken an Ihre lineare Algebra, da haben Sie fast immer mit der euklidischen Norm gearbeitet. Und sehr selten mit der Supremumsnorm. Einfach deshalb, weil die Supremumsnorm, mit der kann man wesentlich schlechter umgehen. Und einige Probleme, die wir beim letzten Mal hatten, entstammen auch genau diesem Problem, dass wir hier mit der Supremumsnorm gearbeitet haben. Aber die Frage ist dann, warum nehmen wir denn überhaupt die Supremumsnorm? Dann lass uns doch nur euklidische Norm nehmen, wie ich es letztes Mal auch angedeutet habe. Naja, das Problem ist, wenn wir das tun, dann verlieren wir die Vollständigkeit des zugrunde liegenden Raumes und dann können wir alles Mögliche plötzlich nicht mehr machen. Ja, dann gilt plötzlich der Banachsche Fixpunktsatz nicht mehr. Und das sind alles so Sachen, die dann sehr unangenehm sind. Und das heißt, wir mussten aus diesem Grund hier die... Ups. Da unten stand schon was, das habe ich nicht gesehen. Aus diesem Grund mussten wir hier die Supremumsnorm nehmen. So, ich habe mir ein neues Blatt Papier gemacht. Jetzt ist es weg. Okay, das heißt also, wir mussten die Supremumsnorm nehmen, damit diese Räume, die wir betrachten, vollständig sind, für den Banachschen Fixpunktsatz nutzen können. Wir könnten noch eine zweite Idee haben und das ist die, auf die wir hinterher kommen werden. Wir könnten ja versuchen, die L2-Norm zu nehmen und stattdessen einfach diese Räume zu vervollständigen. Ja, und genau das wird die Idee sein, die wir heute nutzen werden. Okay, dann haben wir also diese CKs. Ach so, dann der Vollständigkeit halber, wenn wir diese CK-Räume haben, dann haben wir auch noch C unendlich von AB. Da sage ich gar nicht, welche Norm wir da nehmen. Das sind einfach die unendlich oft stetig differenzierbaren Funktionen auf einem Intervall AB. Es kann auch AB gleich minus unendlich unendlich sein, ja, wie üblich. Dann das dritte, ein sehr interessanter Raum, C0 unendlich von AB. Das sind die k mal stetig differenzierbaren Funktionen, also ck von ab.
die Funktionen aus dem Intervall, aus diesem Raum mit kompaktem Träger. Und da überlegt man sich, gibt es überhaupt solche? Ja, also unendlich oft stetig differenzierbare Funktionen. Ich kam halt schon. Unendlich oft stetig differenzierbare Funktionen mit kompaktem Träger. Kompakter Träger ist zum Beispiel Träger in minus 1, 1. Das heißt, die Funktion soll nur leben in minus 1, 1. Sie soll 0 sein überall außerhalb dieses Intervalls. Und sie soll aber unendlich oft stetig differenzierbar sein. Wenn Sie irgendwann mal was in der Analysis, Funktionalanalysis gehört haben, dann kennen Sie die Funktion, die man typischerweise nimmt, um zu zeigen, dass überhaupt da Funktionen drin liegen. Ich möchte sie Ihnen hier einmal definieren. Es ist immer dieselbe, die man nimmt, nämlich w von x gleich e hoch 1 durch x² minus 1 für x-Betrag kleiner gleich 1 und 0 sonst. Oh, kleiner, Entschuldigung, kleiner, das ist da unten nicht definiert. Okay, wie sieht diese Funktion aus? Erstmal ist natürlich klar, das ist eine Funktion, ich male die mal hier auf, das ist eine Funktion, die ist 0 außerhalb des Intervalls minus 1 bis 1. Und an der Stelle 0 hat sie den Wert 1 durch e, das ist also hier positiv, das ist ganz professionell. Hier ist der Wert 1 durch e. Und bei 1 geht unten der Nenner gegen 0, und zwar von der negativen Seite her. Das heißt also, 1 durch dieses geht gegen minus unendlich. Und das heißt, diese Funktion hier, die fällt sehr, sehr steil hier vorne ab gegen 0. Das heißt, diese Funktion wird so aussehen. Okay, das heißt, die Funktion ist mit Sicherheit, und die ist natürlich außen mit 0 fortgesetzt. Das heißt, diese Funktion, die da steht, ist sicherlich stetig. Jetzt können wir uns überlegen, was passiert, wenn wir ableiten. Naja, wenn Sie die Funktion ableiten, die da steht, dann bekommen Sie dieselbe Funktion wieder, noch multipliziert mit einem rationalen Polynom. Das heißt, da steht sowas wie rationales Polynom mal e hoch, und das da oben steht irgendwas, was gegen minus unendlich geht. Da gewinnt in jedem Fall die Exponentialfunktion. Das heißt, auch die Ableitung geht gegen 0. Alle Ableitungen gehen gegen 0. Das heißt, diese Funktion, die da steht, ist tatsächlich aus C0, ist tatsächlich unendlich oft differenzierbar, und dass sie offensichtlich ihren Träger in minus 1, 1 hat, ist es tatsächlich eine Funktion mit kompaktem Träger, eine unendlich Funktion mit kompaktem Träger und liegt damit in C0 unendlich. Wenn wir einmal so eine Funktion gehabt haben, dann was macht man damit? Naja, man verändert die so, dass man sie auch auf anderen Intervallen benutzen kann, nicht nur auf minus 1, 1. Und typischerweise definiert man sich die Funktion wie Epsilon A von x einfach als 1 durch Epsilon w von x minus a durch Epsilon. Und von der stellt sich sofort heraus, naja, das ist eine C0 unendlich Funktion mit Träger in a minus Epsilon, a minus Epsilon bis a plus Epsilon. Die ist in diesem Intervall positiv. Im offenen Intervall. Machen wir das. Im offenen Intervall ist die positiv. Und das Integral über R wie Epsilon, a von x dx, naja, da vorne steht dieses 1 durch Epsilon dran. Ich weiß nicht, was rauskommt, aber ist auf jeden Fall mal, ist unabhängig von Epsilon. Ja, sehen Sie sofort mit Parameter und Substitution. Okay, gut. Diese Funktion hat eine interessante Folgerung, und die werden wir gleich hier in der nächsten Definition benutzen.
Und das sind so die klassischen Räume, die wir bis jetzt benutzt haben, eigentlich zur Lösung von Randwertproblemen. Ja, also das sind so die Funktionen, die wir bis jetzt gesucht haben. Klassisch stetig differenzierbare Funktionen, und deshalb mussten wir meistens, um die zu betrachten, die Supremumsnorm nehmen. Der neue Raum, den wir benutzen wollen, ist L2. Ich hoffe, Sie haben irgendwann schon mal von sowas gehört. Und L2 ist der Raum, L2 machen wir wieder von AB. Das ist der Raum der quadratintegrablen Funktionen. Raum der quadratisch integrierbaren Funktionen. Und ja, das heißt also, für die gilt, dass das Integral, also dass die Menge aller Funktionen, für die gilt, dass das Integral von a bis b, f von t zum Quadrat dt kleiner ist als unendlich. Die haben die angenehme Eigenschaft, dass hier gilt der Satz von Cauchy-Schwarz. Und ja, ich schreibe ihn erstmal in Integralform einfach nochmal hin. Das Integral a bis b f von x g von x dx zum Betrag ist kleiner gleich dem Integral a bis b f Quadrat von t dt. Warum schreibe ich eigentlich x? In eindimensionalen machen wir immer t. Integral a bis b f Quadrat von t dt hoch, das ist zum Quadrat, hoch 1/2. Ups, Moment, jetzt bin ich falsch. Da, das Quadrat kann ich mir sparen, weil ich das 1/2 da oben hin gemacht habe. Mal das Integral a bis b g Quadrat von t oder g von t zum Quadrat eigentlich. Ja. Ich schreibe die 2 immer da vorne hin. G Quadrat von t dt, ebenfalls hoch 1/2. Und erstmal sagt mir das, naja, also wenn ich so eine quadratintegrable Funktion habe, dass das Integral a bis b f Quadrat existiert, dann, oder wenn ich 2 davon habe, dann existiert auch das Integral über f von t mal g von t dt. Das ist sehr schön. Und da liegt es nahe, das da vorne sieht ja schon fast aus wie ein Skalarprodukt. Ja? Und da liegt es natürlich nahe zu definieren als Skalarprodukt zweier L2-Funktionen. Das Skalarprodukt von f und g ist das Integral von a bis b, f von t, g von t, dt. Dass es existiert, habe ich gerade bewiesen. Und ja, und dann geht natürlich ja, die Norm von f, ich schreibe mal hier zwei Normen, ja, zum Quadrat ist das Integral a bis b, ich schreibe es mal richtig, f von t zum Quadrat dt. Okay, und nochmal der Satz von Cauchy-Schwarz, ein bisschen in allgemeinerer Form, heißt, das sagt natürlich eigentlich, das Integral, das Skalarprodukt von f und g zum Betrag ist kleiner gleich Norm f, die mal die Norm von g, und Sie sehen natürlich, dass es genau mit dieser Definition, die ich gerade hingeschrieben habe, ist das genau das, was ich gerade mit dieser Definition ist das genau der Satz, den ich oben hingeschrieben habe. Und das ist der Satz von Cauchy-Schwarz. Und den werden wir auch ein paar Mal benutzen. Gut, lassen Sie mich abschließend so eine ganz kleine Grundidee der Variationsrechnung wenigstens einmal hier hinschreiben. Und angenommen, ich möchte zeigen, dass eine Funktion 0 ist. Ja, also ich möchte zeigen, dass f von x gleich 0 ist. Wieder in Schwarz, weil jetzt haben wir so ein bisschen was an Motivation. Ich möchte zeigen, f von x ist gleich 0. Und wir wissen, f ist eine L2-Funktion, der Einfachheit halber gleich sei gleich für den Beweis mal f stetig. Ich kann vielleicht zeigen, dass f von x direkt 0 ist. Und manchmal kann ich auch nur was Einfacheres zeigen oder etwas scheinbar Einfacheres zeigen, nämlich dass das Integral von a bis b f von x phi von x dx gleich 0 ist und für alle phi aus irgendeinem bestimmten Raum. Und wir nehmen hier zum Beispiel mal für alle phi aus C0 unendlich.
Ja? Angenommen, ich kann zeigen, dass das Integral a bis b f von x, phi von x, dx gleich 0 ist für alle vier Elemente in Null unendlich. Ich behaupte, dann ist schon f gleich 0. Und Sätze dieser Art, Untersuchungen dieser Art, das ist eigentlich das, was die Variationsrechnung ausmacht, dann hinterher ein bisschen weitergeführt. Okay, warum könnte das der Fall sein? Naja, also beweisen wir das mal ganz kurz. Und wir nehmen mal an, f ist stetig. Wenn f nicht stetig ist, geht's auch, aber egal. Sei f stetig. Nehmen wir mal an, f ist an irgendeiner Stelle ungleich 0. Irgendwo im Intervall a, b. Und nehmen wir mal an, das liegt im Inneren. Okay, wenn diese Funktion irgendwo ungleich 0 ist, dann gilt auf jeden Fall mal, weil sie stetig ist, es gibt ein kleines Intervall um das z herum, wo die Funktion immer noch ungleich 0 ist und ihr Vorzeichen nicht wechselt. F von t schreibe ich jetzt mal entweder größer 0 oder kleiner 0 für alle t aus z minus epsilon bis z plus epsilon. Das heißt also, wie sieht diese Funktion aus? Diese Funktion ist entweder komplett größer 0 oder komplett kleiner 0 in einem kleinen Intervall um z herum. Und das folgt einfach daraus, dass die Funktion an irgendeiner Stelle ungleich ist. Okay, gut, dann nehme ich doch mal unsere Funktion w von vorhin und ich betrachte mal das w epsilon z von t. Naja, also auch so, und das epsilon soll so klein sein, dass das hier tatsächlich ganz im Intervall a, b liegt. Okay, dann betrachte ich mal das w epsilon z von t. Naja, das, diese Funktion, die lebt auf dem Intervall von z minus epsilon bis z plus epsilon. Da ist sie größer als 0, außerhalb ist sie überall gleich 0. Okay, da das Intervall von z minus epsilon bis z plus epsilon ein Teil ist von ab, gilt sofort, das hier ist eine Funktion aus c0 unendlich von ab. Okay, wenn das so ist, dann gilt insbesondere, dass das Integral von a bis b von t w epsilon z von t dt, das ist gleich 0. Ja? Denn wir haben angenommen, dass, dass das Integral a bis b f von x, phi von x, dx gleich 0 ist für alle vier Elemente c0 unendlich. Diese Funktion, die ich da angegeben habe, die liegt, ist in c0 unendlich, also ist das Integral dazu 0. Okay, gut. Jetzt ist aber diese Funktion 0 außerhalb des Intervalls z minus epsilon bis z plus epsilon. Das heißt, das ist nichts anderes als das Integral von z minus epsilon bis z plus epsilon f von t w epsilon z von t dt. Okay, diese Funktion hier, die ist im Inneren dieses Intervalls echt positiv. Diese Funktion hier ist im Inneren des Intervalls, sogar über, auf dem abgeschlossenen Intervall, echt positiv oder echt negativ. Okay, wenn das so ist, dann kann dieses Integral hier vorne mit Sicherheit nicht 0 sein. Okay, das ist ein Widerspruch, denn wir haben angenommen, dass es 0 ist. Und das heißt, unsere Annahme, die wir oben gemacht haben, war falsch. Es gibt keine Stelle, wo f von z ungleich 0 ist. Das heißt, es folgt tatsächlich f von z gleich 0 oder mit anderen Worten f ist 0. Für alle z, machen wir es richtig, für alle z aus dem Intervall ab und das heißt nichts anderes als f ist 0. Okay, das heißt also, wir können zeigen, dass eine Funktion 0 ist, indem wir diese Funktion nehmen und gegen eine bestimmte Funktionenklasse integrieren. Und wenn alle diese Intervalle, wenn alle diese Integrale, die da rauskommen, 0 sind, dann ist tatsächlich diese Funktion auch selbst 0. Wir wollen das noch ein ganz klein bisschen uminterpretieren im Sinne der Skalarprodukte. Was haben wir dann hier gezeigt?
Wir haben gezeigt, dass wenn das Skalarprodukt von f und phi gleich 0 ist, für alle phi aus c 0 unendlich, dann ist schon f gleich 0. Ja, und diese Art von Sätzen werden wir jetzt immer weiter nutzen.